Jetzt findet sich Nereo Winchs Adoptivsohn nach dem plötzlichen gewaltsamen Tod seines Vaters im Scheinwerferlicht wieder. Ich habe beschlossen, die Winch Holding zu veräußern. Beträgt der Wert der gesamten Winch Holding knapp 53 Milliarden Dollar. Diese Stiftung widmet sich ausschließlich humanitären Zwecken. Und du wirst dir viele Feinde machen. Staatsanwältin Diane Franken möchte Ihnen einige Fragen stellen, Monsieur Winch. Pandora ist der Codename eines Bankkontos. Zugang dazu hatte ein korrupter burmanischer General. Vor 3 Jahren hat ein Trupp von General Kiao Min das Dorf Kai Pu zerstört. Wir gehen davon aus, dass Sie im Namen Ihres Vaters in Burma waren. Ich habe monatelang bei diesen Menschen gelebt. Ich wäre niemals fähig, ihnen Böses anzutun. Das wäre völlig undenkbar. Ich weiß nicht, wovor du auf der Flucht bist, aber ich will nicht mit dir fliehen. Glauben Sie, dass Nereo dazu fähig gewesen wäre? Wir haben gerade die Mal. Ausgerechnet an dem Tag, an dem ich die Gründung meiner Stiftung bekannt gebe, taucht eine Staatsanwältin auf und unterstellt mir Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Glauben Sie, das ist Zufall? Eine Verschwörungstheorie. Deshalb habe ich beschlossen, Mr. Lago Winch wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Der Kurs der Aktie ist inzwischen um 25% gefallen und das ist erst der Anfang. Kommen Sie, das hier ist doch ein Spiel, Miss Rankin. Die Frage ist nur, wer zieht die Fäden? Sie hatten allerdings in einem Punkt recht. Sie haben viele Feinde. Ein Mann ohne Feinde ist ein Mann ohne Werte.